Kritik war ein. Ja, ich bin heute wieder mal auf Tour und ratet mal, wo ich heute gelandet bin. Da ist so ein komischer Turm. Hier sind 1000 Leute. Ja, und da ist eine Messe. Da gehe ich jetzt mal rein. Ach du Scheiße. Scheint wohl, dass halb Deutschland Spiele geil ist. Zum Glück habe ich hier einen VIP-Ausweis. Also habe ich hier freie Bahn, während ich alle anderen umquetschen müssen. Das niedere Volk. Hat schon Vorteil, ein YouTuber zu sein. Ja, und während andere hier herumtrollen, mache ich erstmal Pause. Und da Sitzplätze auf der Gamescom echt selten sind, sollte man sich echt alles aussuchen, was es gibt. Und der beste Sitzplatz überall ist der Boden. Naja, gut, ich muss hier auch ein paar Fotos machen. Das ist eigentlich schon meine heutige Aufgabe. So, jetzt geht's aber mal rein. Hier sind übrigens die ersten Mega-Superstars, die ich getroffen habe. Und zwar sind das die Leute von Black Forest Games. Und sie haben ein nagelneues Spiel, das nennt sich Bubsy? Oder Bubsy, warum? Bubsy. Kennst du Bubsy nicht? Ich kenne nur Barbie. Nee, das ist übel. Was ist Bubsy? Erzähl mir das. Bubsy ist eines der legendärsten, oder man würde sagen berüchtigsten Charaktere der Spieleindustrie. Ach, bekannter als Mario oder was? Ja, aber am anderen Ende der Bekanntheit. Ach so, das ist mehr so der Andi-Star. Berüchtigt, genau, muss man eher sagen. Okay, und das ist jetzt euer Spiel oder was? Ja? Aber wir haben ihn jetzt in die Hände bekommen und jetzt wieder richtig. Das ist super. Ich sag ja, die ersten Mega-Superstars hier. Bubsy oder Bubsy? Bubsy Malone? Bubsy? Barbie? Puppe? Bubsy. Okay. Warst du mal Gamer? Ich bin kein Gamer, ich bin YouTuber. Das ist was ganz was anderes. Ich bin professioneller YouTuber. Ich habe Millionen Fans. So vom anderen Ende her, wie Bubsy. Jetzt kann ich mich brüsten mit dem Jo Hesse. Hey, ich zieh mal ein Schöpfchen. So eine Kamera habe ich auch, das ist voll gut. Ja, voll geil. Aber ich habe mir sagen lassen, wir sind damit schon ein bisschen outdated, weil inzwischen gibt es schon Alter und Scheiß. Ihr seid halt reiche Leute. Ja. Ich meine, der ist ja der Best Friend jetzt vom Gronkh geworden. Nein. Das da haben sie keine Legre-Kameras mehr. Ich dachte, ich bin dein Best Friend. Ja, dachte ich eigentlich auch. Ich habe mir extra den Dialekt von dir angelegt. Ja, krasse Scheiße. Können wir ein bisschen Badesalz machen, weißt du? Ja. So, da bin ich neulich in den Dschungel gefahren, habe ich dein Auto angezündet. Also, das hat gebrannt, ey, Lichterloh. Ich kann kein Badesalz. Aber also, ich kann so tun, als ob. Ja. Aber die Kamera wird gar nicht mehr hergestellt. Ja, ich habe es gemerkt, ja. Die Leute, die zahlen jetzt 800 Euro für das Ding, ne? Ehrlich? Ja. Willst du eine kaufen für 800 Euro? Hättest du da was? Ich hätte eine zum Verkaufen hier. Das sind sogar Bilder von Jo Hesse drauf. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß, ja. Und vielleicht kriegst du noch dazu, dass er ein Autogramm drauf macht oder mit der Zunge drüber leckt. Was machst du denn jetzt damit? Ich weiß nicht. Das wird ja bei YouPorn hochgeladen wie ein anderer Kram. Meistens, ja. Das Schöne ist, ich bin ja auch Grafiker und ich kann die Sachen rausretuschieren. Also sowas wie Anzüge und so, ne? Ja, cool. Die Witze sind auch nicht besser geworden seit Spacewelt. Das ist echt schlimm. Nee, eigentlich viel schlimmer. Ich bin ja dement inzwischen. Ne? Also ich wiederhole nur die alten Witze. Ich dachte, du hast mal abgenommen, weil das ist hier. Ja, meistens da. Mental. Ja. Aber das ist Geheimnis. Das funktioniert am besten. Ne? Du hast auch eine geistige Größe.